Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Medal of Honor. Und zwar haben wir ja hier im letzten Teil, also im letzten Video aufgehört. Und hier geht's heute mal weiter. So. Gehen wir hier hoch. Das heißt, wir müssen jetzt hier reinbrechen, oder? Weil die warten hier. Ah ne, die gehen so rein. Links sicher. Scheiße. Ich sehe kein PITN. Jetzt gehen wir mal da hoch. Hier ist irgendwas. Wir haben es nur noch nicht gefunden. Kontakt. Kontakt. Ah ja, da sind die nächsten Gegner. Aber kein Problem. Kriegen wir auch hin. Ich weiß es nicht. Ich glaube, den habe ich jetzt nicht ganz getroffen. 12 Uhr. Jetzt schieße ich gegen die Wand. Also irgendwie ist das jetzt gerade wieder ein wenig blöd. Na, ich treffe jetzt auch... Also ich glaube, heute treffe ich gar nichts. Jawohl, der erste Kopfschuss. Den habe ich jetzt auch getroffen. Wenigstens ein bisschen was, statt gar nichts. Jetzt gehen wir langsam nach vorne. Du weg. Zack, den habe ich auch. Perfekt. Ich glaube, ja, das sind nochmal zwei. Ich glaube, ich habe jetzt sogar beide. Also, dann gehen wir weiter nach vorne. Einfach weiter nach vorne. So. Jetzt müssen wir hier rein wahrscheinlich. Was ist los? Was soll, Emeko? Haben eine unterirdische Struktur entdeckt. Gehen rein. Wartet am Exfiltrationspunkt. Und holt uns hier raus, wenn die Sache schief gehen sollte. Munition. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier auf uns links wartet. Sicher. Links sicher. Euch rechts auch sicher. Also das ist hier auf jeden Fall das Ausbildungslager, da sind wir schon richtig. Aber hier sind bestimmt auch Gegner. Ja, Kontakt. Okay, da kriege ich schon mal die ersten Schüsse ab. Mal eine Granate reinwerfen. Vielleicht trifft es ja ein oder andere Gegner. Den habe ich auch. Dahinter sind noch welche. Jawohl, beide geschädigt. So, da war noch mal einer. Ich glaube sogar, dass da drüben auch noch mal einer ist. Jawohl, zack. Da ist auch noch mal einer. Zack, dich auch töten. Du auch weg. Wo bist du? Hier, du bist jetzt auch tot. Mach doch nicht so viele Faxen. So, jetzt gehen wir weiter vor. So, jetzt geht's da rein. Durchbrechen. Los, links sichern. Links sichern. Balkon. Hab sie. Granate. In Deckung. Scheiße. So, und die nächsten Gegner kommen. Da oben auf jeden Fall einer. So, weiter geht's. Gehen wir jetzt mal da nach oben. So, hier kommen auf jeden Fall die nächsten. Eine gute Aussicht von hier oben, muss ich sagen. Dann können die sich auch runter konzentrieren. Wir können hier schön von oben die Gegner eliminieren. Zack. Er ist halt einfach von hier oben einfacher, dadurch, dass du sie überrascht tust und einen besten, besseren Ausblick hast. Udo, ich sehe kein PITN. Was jetzt? Hier, kümmern wir uns erst um den Feind. So, dann muss ich da nach unten. Da kommen da aber bestimmt wieder Gegner. Gut, du und Dingo. Stamm, wir kommen schon. Ah, durchbrechen, okay. Zack, wieder eine Blendgranate. Zack. So, eins. Zwei. Jetzt aufpassen, da sind bestimmt mehr. Ja, da ist schon mal einer. Drei. Perfekt. So, und da kommen jetzt aber wieder die nächsten Gegner. Ganz klar.
Aber egal wie gut die das bewachen, wir siegen am Ende. Zack. Perfekt. Okay, das heißt, wir gehen jetzt hier in die nächste Höhle rein. So, rechts geht's nicht, links. Da kommen dann bestimmt noch wieder Gegner. Hier sind zwei Lichter. Aha, hier sind die nächsten Gegner, siehst du? Also, dann nehme ich die am besten in der Mitte, oder? Ja, zwei habe ich schon mal. Perfekt. Zack, der dritte. Wechsel Magazin. Dahinter ist sogar noch mal einer, den habe ich vorher sogar nicht gesehen. Perfekt. So, der Draufschießer. Der Strom ist aus. Und wir kriegen Nachtsichtgeräte. Das heißt, die Gegner sehen jetzt nichts mehr in der Dunkelheit, logischerweise. Das heißt, das ist ein Vorteil für uns. So wie jetzt, die da unter guckt, die wissen jetzt nämlich gar nicht, wo sie hintreten. Und wir können jetzt so alle schön eliminieren. Einfach viel, viel einfacher für uns. Jetzt gehen wir da rein, gucken, ob hier noch jemand ist. Aber normalerweise... Ja, die sehen ja nämlich auch nichts. So, jetzt bist du noch dran. Zack, den da am Boden. Der ist auch weg. Perfekt. So. Jetzt geht's hier wieder durch. Zack, perfekt. Aha, jetzt ist das Licht wieder an. Jetzt kommen die nächsten Gegner. Aber gar kein Problem, das kriegen wir hin. Granate mal nach vorne werfen. Vielleicht treffen die ja irgendetwas. Das wird es uns halt einfacher machen. Ich erledige dich. Nochmal Granate vorwerfen und nochmal eine. So. Sag, du bist weg. Dann machst du auch keine Faxen mehr. So. Komme ich da irgendwie hintere? Ja. Aber das bringt mir jetzt auch nicht wirklich viel. Okay. Geht's hier weiter? Sag, krieg da oben erstmal weg. Ah, stopp, 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 stopp. Jawohl, der ist auch tot. Nachlade, immer gucke, dass du Munition hast, bevor du Angreifer tust. Granate vor. Vielleicht gehe ich jetzt sogar rechts über den Container. Das wäre nämlich vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich hier irgendwo durchkomme. Dass ich die nämlich von hier oben flanken kann. Zack, Nummer 1. Jetzt kommt da einer. Aufpassen, ich muss aber nachladen. So, jetzt zack, du bist auch tot. Ganz easy. So, und ihr zwei noch.
Und so gehen wir jetzt immer weiter nach vorne. Da bekommen wir das easy gut hin. Irgendjemand spricht da noch? Du bist auch weg. So. Okay, einer war da noch. Perfekt, wir haben alle. So, jetzt gehen wir da nach vorne. Da ist eine Tür. Jetzt bin ich mal gespannt, wo das Art durchbrechen, okay. Bereit. Und los. Links sichern. Hinten alles klar. Was haben wir? Nun sieh sich das mal einer an. Heilige Scheiße. Das gibt einen großen Bums. Ja, und das scheint auch jede Menge zu fehlen. In der Tat. Das reicht ja locker, um den halben Berg zu sprengen. Dusty, Voodoo, hey, wir haben das PETN gefunden. Ist ziemlich viel. Und es fehlt sogar noch eine Menge. So langsam setzt sich das Puzzle zusammen. Ihr müsst eine Probe des PETN beschaffen, das Rattenloch ausräuchern und in die Luft kommen. Roger. Dusty sagt, wir nehmen eine Probe und sprengen das Lager. Was zur Hölle? Ja, wir sind raus, sobald du gesagt hast, es reicht für den halben Berg. Das sagt ihr, warte. Feige Schweine. Legen rauf. Ziel ist mit Rauch markiert. Roger, zurück zum Flugschlag in Kürze.